herzlich willkommen zu Team Studiebühne Macht 2.0, Ihrer Theater-Talkshow an der RUB. Meinen heutigen Gast kennen Sie bestimmt. Er war das heiße Thema der letzten Tage. Karl von Mohr, Sohn und Erbe des berühmten Graf Maximilian von Mohr und Anführer einer brutalen Räuberbande. Sagen Sie selbst, wie passt das denn zusammen? Naja, brutale Räuberbande ist ja jetzt schon so ein bisschen übertrieben, nicht wahr? Also, wir haben uns halt mehr als, ja, sag ich mal, als Rächer verstanden, ne? Als Vigilanten. Wir wollten den Armen und den Schwachen helfen, gegen jene, die sie halt unterdrücken. Das klingt ja schon sehr nobel. Jetzt ist es aber so, Sie haben ja auch eine Stadt niedergebrannt und dabei sind 83 Menschen ums Leben gekommen. Was sagen Sie denn dazu? Also die Stadt wollte ja einen unserer Kameraden erhängen, ne? Also wir sind ja eine Familie. Wir müssen ja zusammenhalten und uns gegenseitig schützen. Indem Sie morden und brandschatzen. Es war halt alles nicht so gewollt. Es ist halt etwas aus dem Ruder gelaufen, aber also wir wollten halt nie, dass ich betone das, wir wollten nie Unschuldige verletzen. Sei es, wie es sei, aber nun haben Sie ja auch die Soldaten, die geschickt wurden, um Sie festzunehmen, gemeinsam mit Ihrer Räuberbande umgebracht. Was sagen Sie dazu? Sind diese Soldaten nicht auch nur ihrer Pflicht nachgekommen und sind sie nicht die falschen Opfer für ihren ideologischen Rachekrieg? Aber sie wollten mich ja festnehmen, ne? Also was hätten wir denn tun sollen? Also wir kämpfen doch für das Gute und sie festigen die Macht des unterdrückten Systems und... Waren Väter, Söhne. Was würden Sie denn den Hinterbliebenen ihrer Opfer gerne sagen? Also wir hatten ja keine Wahl. Wenn sie einen von uns bedrohen, dann müssen die anderen ihn doch beschützen. Ey, wir sind Kameraden. Wurde aber nicht auch einer ihrer Kameraden von einem ihrer Räuber umgebracht, ein gewisser Herr Spiegelberg? Spiegelberg wollte mich umbringen. Außerdem habe ich ihn nicht umgebracht, ne? Also der Schweizer war's. Ohne meine Einwilligung. Ich hatte damit nichts zu tun. Nun, damit sind ja schon mal zwei ihrer Bande Mörder statt Helden. Und Sie selbst sind ja nun auch kein Unschuldiger. Haben Sie nicht Amelia, Ihre langjährige Geliebte, kaltblütig ermordet, weil Sie sich nicht von Ihren Freunden aus Mördern und Räubern trennen konnten? Also jetzt reicht's aber mal, ne? Das Interview ist hier und jetzt beendet. Machen Sie dieses Ding aus.